Ja, stimmt. Monster Shelter passt ganz gut. Cheesy. Es geht voran. Achtung, Achtung, das ist ein Banküberfall. Wind ist auf jeden Fall am Start. Hey Leute, ich bin's Fritz und es geht wieder los auf ein neues Abenteuer. Und ihr seht, im Hintergrund, ich bin nicht allein. Ahoi Leute. Viele von euch kennen vielleicht schon Atze, den Buschpiraten, wenn nicht. Unten wieder alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir werden uns jetzt schön ein Plätzchen hier suchen. Sieht schon ganz schick aus. Und unser Lager aufbauen. Wie immer, trinken nicht vergessen. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Lagererkundung. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal jede Menge Totmaterial im Hintergrund, wie ihr seht. Ja, schön für ein bisschen Feuerholz für ein Hobo oder zum Basteln. Sehr schön. Leute, tut mir einen Gefallen, wenn ihr irgendwie draußen seid, lasst einfach keinen Müll da, sondern nehmt alles wieder mit. Das ist doch scheiße sowas. Hier an der Seite ist gleich ein kleines Bächlein. Was aber natürlich cool ist, um mal Hände zu waschen, den Topf abzuspülen oder natürlich auch um Trinkwasser zu filtern. Leute, so ein kleiner Bach in der Nähe, das ist einfach Jackpot. So. Das ist immer schön. Sieht eigentlich ganz nett aus. Hier ist sogar ein bisschen grün, größere freie Fläche und hier hat man gleich den See. Ja, gut, was man merkt, der Boden ist halt auf jeden Fall ein bisschen feuchter, aber ich habe hier eine Hängematte. wer von euch trägt meinen Rucksack? Atze vielleicht? Einmal aufs Knie wuchten, aufs Oberschenkel und dann reindrehen. Und ich werde mal probieren, hier im Hintergrund meine Hängematte aufzuspannen. Warum Hängematte? Genau deswegen. Guten Morgen Leute, und zwar brauche ich mal eure Hilfe. Ich stehe gerade vor meinem wunderschönen Ausrüstungsschrank und die Frage ist jetzt, soll ich unter einem Tarp mit Bodenplane schlafen, also auf dem Boden, oder lieber Hängematte mit einem Ultralight-Tarp drüber? Wählt jetzt! Hängematten-Tarp und die Hängematte. So Leute, ich hatte noch mal extra geguckt, und zwar wie man eine Hängematte richtig aufspannt. Da gab es so 4 Schritte. Und zwar Regel Nummer 1, auf gleicher Höhe aufspannen. Ich würde sagen, das passt. Tipp 2, hängen wie eine Banane. Der Horizontalabstand zwischen den Ösen sollte so sein, dass die Hängematte wie eine Banane sichelförmig durchhängt. Geht klar, oder? Punkt 3, damit die Hängematte nach links und rechts schwingen kann. Check. Punkt 4, auf Kniehöhe. Der tiefste Punkt der Hängematte, also dort, wo sie durchhängt, sollte auf deiner Kniehöhe sein. Naja, ja, doch, oder passt. Leute? Passt. Nochmal der Schwungtest. Der hat mir am besten gefallen. Stäbe fürs Moskitonetz noch rein. Ich habe übrigens mal ein komplettes Review-Unboxing-Video zu dieser Konstruktion gemacht. Also, wen das nochmal interessiert, der kann sich das gern anschauen. Ich glaube, hier oben in der Ecke müsste das sein. Pling! Für alle Leute, die neu dabei sind und ihr wissen wollt, welche Ausrüstung ich benutze, schaut mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich einen Link zu meiner Website, fritzmeinecke.com. Und da ist eine riesen Ausrüstungsliste drin, wo alles verlinkt, alles aufgelistet ist. Könnt ihr alles nachschauen. So, wir brauchen etwas Paracord für die Ridgeline. Die Knoten, die ich hier für die Ridgeline benutze, habe ich neulich in dem 3 Tarp Setups Video gezeigt. Die erkläre ich jetzt nicht nochmal direkt, aber ihr seht sie. Also wer nochmal nachschauen will, auch da wieder ein Video am Start. So, ein bisschen durchfädeln hier und einen leichten Spannknoten erstellen. Ach Leute, 7. Himmel! Ohne Mist, ich habe das letzte Mal, und zwar war das auf der Lost Place Tour, richtig schlecht geschlafen in der Hängematte. Ich glaube aber, das lag nur daran, weil ich das so komplett festgezurrt habe. Jetzt, wenn das so hängt wie so eine Banane, dekadent Leute! Da es natürlich vermutlich, wie gehört es sich anders, wenn wir unterwegs sind, auch regnen soll. Es ist sogar Gewitter angesagt für heute Nacht, glaube ich. Werde ich erstmal einen Tarp aufbauen. Wind ist auf jeden Fall am Start. Aber Wind ist ja auch gut für viel Sauerstoff. Und ihr wisst, wenn ich wenig Sauerstoff abbekomme, dann rede ich noch mehr Scheiße. Also passt das schon und jetzt wird Tarp aufgebaut.
Was jetzt als nächstes noch fehlt, ist hier der Underkilt. Wer das nicht kennt, ist wie so eine Art Steppdecke, Schlafsackdecke, die man drunter spannt zur Isolierung. Da braucht man keine Isomatte und dann kommt drin natürlich noch der Schlafsack rein. Sieht von außen so aus und von unten genau so. Oh, Leute, die Sonne, ich muss kurz diesen epischen Moment einfangen. Ihr wisst, Leute, ich teste immer wieder gerne neue Ausrüstung oder auch bestimmte Sachen, die man gut im Outdoor-Bereich nutzen kann. Und die Jungs von Y-Food haben mich angeschrieben, ob ich mal ihre Flüssignahrung klingt so nach Astronaut, testen möchte. Gibt's Schoko, Vanille und Kaffee. Ich habe jetzt die letzten Wochen bei verschiedenen Touren, neulich auch auf dem Airsoft-Event, das immer dabei gehabt. Das ist eine komplette Mahlzeit, macht 3 bis 5 Stunden satt, hat alles, was der Körper braucht. Und ich finde das immer eine coole Möglichkeit, wenn man jetzt gerade irgendwie mega Hunger hat, unterwegs ist, aber keinen Bock hat zu kochen. Ne? Ist alles drin, sättigt gut. Und gerade jetzt nach dem Aufbau, wir waren jetzt unterwegs, wollen jetzt nicht gleich einen Kocher anschmeißen, weil wir müssen noch das Gruppentarp aufbauen. Deswegen gönne ich mir jetzt erstmal wieder ein bisschen Schoko. Ich hatte es jetzt auch des Öfteren mal einfach zu Hause im Einsatz, wenn ich irgendwie früh los musste zur Natur, zu einem Termin und ich keine Zeit hatte zum Frühstücken. Ein paar hatte ich mir auch ins Auto gelegt, irgendwie statt jetzt, ich sag mal, Fastfood zu essen, irgendwie sich irgendwas Ungesundes reinzupfeifen, dann lieber irgendwie einen Drink, um ein bisschen satt zu sein, alles Wichtige zu haben und dann abends wieder zu kochen zum Beispiel. Wen das interessiert, alle Infos wieder in der Videobeschreibung, nochmal genau der Link dazu und ich habe einen Rabattcode für euch ausgehandelt, wo ihr nochmal 10% bekommt, wenn ihr es selbst mal testen wollt. Mich würde mal interessieren, was nutzt ihr auf euren Touren, egal ob Trekking, Bushcraft oder sowas, was für Outdoor-Nahrung habt ihr immer mit dabei, wenn ihr unterwegs seid? Leute, vor lauter Shelteraufbau habe ich euch noch gar nicht unseren schönen Ausblick am See gezeigt. Leute, seht ihr das? Das sind ja Tausende von Kaulquappen. Oh nein, ich spasti. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich bin zu dumm. Mein Fuß ist komplett nass. Super, klasse. 5 Minuten hier Lager aufgebaut und der Schuh ist klitschnass. Leben in der Lage. Was immer nicht schlecht ist, wenn ihr irgendwie Totholz findet, das noch steht. Weil wenn das steht, hat es nicht die Feuchtigkeit vom Boden abbekommen und ist noch nicht so gammelig. Wenn ihr jetzt was habt, was hier unten so auf dem Boden liegt, dann seht ihr das. Das ist meistens komplett schon morsch. Gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Das ist der ganz spezielle Pirates in the Caribbean Knot. Der hat ungefähr 45 Züge, bis man den geknotet hat. Ihr seht's, so langsam wird's was. Wir sind gerade dabei, jetzt hier noch so ein paar längere Stecken reinzulegen hier drunter, dass das ein bisschen stabiler ist, das Dach. Hinten noch die Konstruktion schick machen und dann ist das Wohnzimmer fertig. Guckt euch das an. Monster-Shelter. Ja, stimmt. Monster-Shelter passt ganz gut. Jetzt muss ich euch hier mal so ein Schnitzprojekt von Atze zeigen, was ich für ein gefunden habe. Und zwar so ein, wie heißt denn eigentlich, Beads? Also eigentlich ist es quasi eine Art Perle, eine Holzperle. Aber so als, ja ich sag mal, Punisher oder Totenkopf. Das ist auch schon ein richtiges Lager. Die 2 Shelter, das Wohnzimmer, Hängematte drüben. Ja, sieht aus, als würde nur für eine Woche bleiben. Und ich habe diesmal sogar ein Sitzkissen dabei. Kann man mit arbeiten. Gut? Genug Kopffreiheit. Ja, schön. So, wir gucken jetzt mal zum Bach, um hier ein paar Steine fürs passende Lagerfeuer rauszusuchen. Hier sind auf jeden Fall ein paar. Boah, sind das alles Mücken, Leute. Die muss ich jetzt mit einer Hand nehmen, um die Kamera zu halten. Boah, ist das schwer.
Technik, sehr gut. Perfekt. Können wir da ein schön kleines? Genau, soll ja kein Riesenfeuer machen. Genau, und hier auf dem Boden ist nämlich leider schon quasi so eine Art, fast schon so eine Art Lehm-Tonboden hier. Für den Teig vom Stockbrot, für die Leute, die aufgepasst haben, brauchen wir natürlich ein bisschen warmes Wasser, damit die Hefe auch funktioniert. Halbes Kilogramm Mehl, Trockenhefe, bisschen Salz, Kräutermischung, italienische Kräuter oder irgendwie sowas und dann ein wenig Öl. Jetzt fehlt nur noch das Wasser und wenn das warm ist, alles schön durchmanschen. Ist die aktuelle Masse, die auch schon gut riecht. Ah, perfekt, Mülltüte ist dabei. Packt euer Müll rein und dann nehmt ihr ihn wieder mit nach Hause oder bis zur nächsten öffentlichen Mülltonne. So sieht das gute Stück jetzt mit Schinken aus. Das packe ich jetzt hier einfach ein bisschen rein, deckt das ab mit dem Deckel und dann kann das mal noch eine halbe Stunde ein bisschen ziehen. Feuerholz. So, die ersten Würstchen sind schon mal auf dem Grill. Stockbrot Nummer 1 ist schon mal fertig. Also, draufgewickelt. Stößchen. Zum Wohl. Bushcraft ist auch einfach mal ein bisschen genießen. Rausdrücken, ziehen. So. Gucken hier, da. Lecker, lecker. Schönung. Oh, das ist mal richtig geil. Aber ich finde es geil. Hammer. Simpel gemacht. Mehr Geschmack durch den Speck und Käse und Kräuter drin. Also der Käse ist wirklich Bombe. Mmh, cheesy. Aber meine Finger sehen auch lecker aus, Leute. Es geht voran. Die Hähnchen, Putenspieße, was auch immer, sind fertig. Stockbrot ist wieder am Start. Würstchen werden noch gegrillt. Wir lassen es uns gut gehen, Leute. Morgen gibt es dann ein Feedback, wenn ich wieder wach bin, zum Thema, wie habe ich geschlafen und ist die Aufbauvariante besser als beim letzten Mal? Gute Nacht. Ich habe vorzüglich genächtigt. Im Vergleich zum letzten Mal diese, ich sag mal, Bananenvariante, dass die Hängematte wirklich deutlich mehr durchhängt, hat auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Ich hatte die anfangs, oder die letzten Male, glaube ich eigentlich nur, immer viel, viel zu straff. Aber so ist es wirklich richtig gut. Der Sommer hier, oder was? So Leute, das Feuerchen lodert wieder und was fällt euch auf? Richtig, hier hängen Socken und Schuhe dran zum Trocknen. Kleiner Tipp, Atze sind's nicht. Ja, wenn ihr euch fragt, was jetzt hier passiert ist, warum da meine Socken und Schuhe hängen, der muss aufs nächste Video warten, was demnächst kommt. Ich sag nur, das Größte der Welt. Ich habe mir heute einen Löffel geschnitzt, also besser Löffel. Gesagt eine Kelle, eine Schöpfkelle. Ja, die sich an mein Schüsselprojekt erinnern, wo ich eine Schüssel gebaut habe, da habe ich die Schüssel, nachdem die fertig war, draußen im Schatten gelagert, bis sie dann wirklich natürlich getrocknet ist. Weil wenn man jetzt sowas frisch geschnitztes aus Holz reinnimmt in die Wohnung, am besten noch auf die Heizung legt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es reißt.
Ja, und ich hatte heute ein ganz anderes Schnitzprojekt. Ihr seht noch im Hintergrund die ganzen Späne. Dafür habe ich aber ein komplett anderes Video gedreht. Das wird demnächst online gehen. Oder ist schon online, man weiß es nicht, Leute. Ihr müsst, ich sag's euch jedes Mal, ihr müsst halt einfach mal den Kanal abonnieren. Ja, sonst, wie wollt ihr sonst up to date sein? Ja, und die ganz krassen drücken die Glocke. So, um jetzt hier mal ein Statement abzugeben. Kaiserschoten, Brokkoli, Karotten, bisschen rotes Curry, bisschen Ingwer schon drin und ein bisschen Öl. Es wird. Das ist Kokosmilch. Es kommt noch ein bisschen Wasser und vielleicht einen kleinen Schuss bisschen von der Brühe noch mit rein. Und das war's dann eigentlich auch schon. Resi busy. Ne, wenn ihr generell ein bisschen auch kochen sehen wollt und Kochequipment, müsst ihr mal bei Atze auf dem Kanal gucken. Der hat da das ein oder andere Video am Start. Ja, kochen. Große Leidenschaft hier draußen in der Natur. Sollte man mal ausprobieren. Und wisst ihr, was meine Leidenschaft draußen in der Natur ist? Essen. Essen. Es ist die ganze Zeit so ein leichter Nieselregen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Ja, doch, hier, schaut mal, es nieselt gerade auf die Kamera. Wir haben gerade schön lecker gegessen. Bisschen quatschen, bisschen schnitzen und dann geht's demnächst irgendwann bald ins Bettchen. So, Feuer ist aus und auch abgelöscht, alles safe. Wir werden uns jetzt jeweils in unsere Shelter verkriechen. Schön hier, ich wieder in die Hängematte. Und dann sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Achtung, Achtung, das ist ein Banküberfall. Für uns geht's jetzt nach Hause. Ihr schaut euch jetzt natürlich das nächste Video an oder schaut mal bei Atze auf dem Kanal vorbei. Alles in der Videobeschreibung verlinkt auch und auch in der Endcard. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, Biwaks, Touren oder sowas, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.